als sollte ich nicht zufrieden genug sein. So wie es gerade läuft, wünsche ich mir doch so langsam mal ein viertes Crewmitglied. Ein Mantis, wenn nicht verkehrt. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Faster Than Light. Bevor wir das machen, werden wir aber erstmal noch einmal den Antrieb verbessern. Und das können wir auch schon. Dann hätten wir die 6 Punkte, dann müssen wir aber vom Antrieb wieder was abziehen. Würde ich jetzt schon verbessern? Da einen Puffer zu haben, kann aber auch nicht schaden, falls die auf uns schießen. Da ich das sowieso machen will, machen wir das. Und ich nehme es an. Also wenn wir jetzt diesen hier machen mit nur 15% ausweichen, das mache ich aber nicht so ohne weiteres, außer die hacken wieder unseren Antrieb, dann könnten wir den Höllenlaser 2 jetzt zum Einsatz bekommen. Aber wie gesagt, das mache ich jetzt erstmal noch nicht. Ich fahre weiter so, das wird schon passen müssen und wir gehen jetzt zum Notfall. Liegt ja sowieso im Plan, die Punkte da oben mitzunehmen. Das Notsignal kommt von einer kleinen Raumstation, die einen unbewohnten Planeten umkreist. Ihr Satellitenverteidigungssystem spielt verrückt, sodass sich der Reparaturtrupp nicht nähern kann, ohne beschossen zu werden. Sie brauchen Hilfe, um das System zu reparieren oder zu deaktivieren. Jetzt bräuchten wir einen Engi dafür. Berko, wo bist du? Berko hätten wir von ein paar Kämpfen haben können, beim Sklavenhändler. Wir versprechen zu helfen, bloß wie ist die Frage? Du wägst deine Möglichkeiten ab. Möglichkeit 1, aus der Entfernung auf das Verteidigungssystem schießen. Möglichkeit 2 gibt es nicht. Du gibst ein paar Salven aus der Distanz ab und es zeigt sich, dass das Abwehrsystem für deine Waffen kein Problem darstellt. Die Station scheint mit deiner Lösung jedoch nicht glücklich zu sein. Du nimmst mit, was du kriegen kannst und springst davon, bevor es Probleme gibt. Hatten wir schon länger nicht mehr, weil wir, glaube ich, immer zuletzt einen Engi dabei hatten. Zuletzt immer? Ich glaube, wir hatten das vielleicht bloß einmal. Egal. Eine Rakete drunter und 16 Schrott. Jetzt können wir einmal Strom kaufen. Könnte ich hier reinstecken? Oder? Ich mach diesen hier. 20% ausweichen. Wenn die mit Raketen ankommen, dann ist klar, mache ich den Höllenlaser 2 nicht aus, weil wir dann damit das Schildsystem runterballern, mit der Lanze halt Schaden machen. Oder Furz sind das einfach Gold wert mit den Waffen. Eine Flak 2 könnten wir uns jetzt nicht leisten. Was ich mir jetzt noch wünschen würde, wäre ein Schnellfahrlaser 2, ein Hacking-System und das war's eigentlich schon. Weil dann hätten wir 3 Schüsse plus 3 Schüsse für nur 2 Energie, Schnellfahrlaser 2, 5 Schüsse und die Lanze und Hacking, womit man noch 4 Schildpunkte runterbekommen könnte. Na gut, ein Drohnensystem kann auch nicht schaden, vor ankommenden Raketen abhauen. Tarnung hatten wir aber auch schon lange nicht mehr. Es läuft auf jeden Fall sehr, sehr gut. Hatten wir bisher noch gar nicht, dass wir mit einem Schiff gleich im ersten Versuch alles schaffen gegen das Flaggschiff. Das könnte hier sein, aber das ist noch zu früh, das ist noch ein weiter Weg. Es sieht gut aus, aber wir wissen, das Spiel kann gnadenlos sein. Ich sag wieder Pulsar. Gut, dann auf zum nicht besuchten Ort. Und für den nächsten Gegner könnte der Kampf schnell den Tod bedeuten ohne Schildpunkt. Dein Schiff erhält eine Nachricht. Das ist eine automatische Nachricht. Widerstand gegen unsere Übernahme ist zwecklos, weil wir gleich in die Luft fliegen. Sie werden sterben. Dieses Rebellenschiff wird anscheinend von einer KI gesteuert. Oh, kann sich aber tarnen. Das ist blöd, aber sobald es da ist, es wird nicht schießen können, schießen wir es zu Klump. Na gut, es schießt aber nicht so schlimm. Hat aber eine gute Tarnung. Oh. Soll schneller schießen? Die Lanze macht ja sofort Schaden. Das ist schon mal. Das Ding hat wieder bloß 8 Höllenpunkte, ne? Das ist dann der Tod. Dann gehst du sicher jetzt selber mal auf die Tarnung. 3, 4, hier 8. Tschüss, Schiff. Ein Höllenschaden. 2 Höllenschaden? Hier gab es auf jeden Fall einen. Das Schiff explodiert und hinterlässt eine Rakete drunter und 26 Schrott. Gleich mal in Strom investieren, dann können wir wieder mehr ausweichen. Ja, möchte ich.
Jetzt sparen wir für Antrieb und das Schildsystem. Waffen haben wir erstmal genug. Wobei einmal Waffensystem und die Rakete kann nicht schaden. Ich krieg einfach nicht genug von diesen tollen Waffen mit dem Furzzünder. Und falls eine Rakete kommt, können wir mal kurzzeitig so machen und hätten fast ein Drittel Ausweichchance. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf wird womöglich ganz knapp nicht dran sein. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei. Ah, fünf ist auf keinen Fall drin. So, gucken, ob auch überall eine Verbindung ist. Ja. Waffen geladen. Das einzige in Reichweite der Scans sind eine alte verlassene Mine und eine Versorgungsstation. Beide scheinen von Plünderern leergeräumt worden zu sein. Ach schade, ich will Kämpfe haben. Mit einem Dreierschild hätten wir gerade Probleme, deswegen sollten wir auf Hacking sparen. Wir sparen sowieso dann für die Schilder und nebenbei könnten wir uns Hacking gönnen. Und wenn wir hacken können und eben die Waffen vorgeladen haben, dann brauchen wir auch so schnell keinen dritten Schildpunkt. Nicht zwingend, weil wir deren Waffen ausschalten könnten. Okay, ab nach unten. 15 Treibstoff hatten wir. Da müssen wir so langsam wieder drauf achten, aber auch nur so langsam. Ein Zweierschild und er ist hoffentlich gleich weg. Sobald du angekommen bist, erscheinen Warnleuchten auf deinem Bildschirm. Ganz sicher nicht beim Gegner? Ein Piratenschiff in der Nähe scheint über hochentwickelte Hacking-Tools zu verfügen und hat versucht, deinen Antrieb auszuschalten. Deiner Crew gelingt es, sie gerade noch am Laufen zu halten und du greifst an. Haben wir jetzt, ich schätze mal, 3 Punkte weniger. Oder halt 2. 2 Punkte gehen auf jeden Fall weg. 3. Dann haben wir jetzt viel zu viel Energie über. Aber der Kampf ist womöglich eh gleich beendet. Wir gehen auf das Cockpit, weil das dann womöglich rot ist. Wir schießen ja mit 2 Schüssen eh erstmal die Schildpunkte weg, wenn überhaupt alles trifft. Und mit der Lanze machen wir dann weiteren Bums. So. Boah, es ist bitter. Rot. Zuerst auf die Waffen auf jeden Fall. Und wieder so. Und schon kaputt. Und die haben noch jemanden rübergeschickt. Ja, super, Nahkampferfahrung. Das Piratenschiff, da das Piratenschiff zerstört ist, ist dein Schiffssystem wieder vollständig einsatzbereit. 4x Treibstoff und 29 Schrott. Wobei, die brauchen wir gleich, die Krankenstation. Okay, ich fange jetzt schon an, Schrott zu sparen für ein mögliches Hacking-System. Oder halt für die Abwehrdrohne. Wir müssen jetzt auf jeden Fall zusehen, keinen Hüllenschaden zu bekommen. Und falls der nächste Laden kommt, brauchen wir so 100 Schrott. Jeder kennt ja das Sprichwort, Angriff ist die beste Verteidigung. Das kann auch sehr gut in die Hose gehen, aber mit diesen beiden Waffen und dem Waffenfortzünder ist das nur schwer zu brechen. Ich zähle nochmal ab. 1, 2, 3. 1, 2. Oh. Aber zum Glück nehme ich mir immer nochmal die Zeit und korrigiere vielleicht Unaufmerksamkeiten. 1, 2, 3. 3 schaffen wir auf jeden Fall. Na dann. 1, 2, 3. Ach, keinen großen Bock hier geleistet. Immer wieder kleine Unaufmerksamkeiten, aber immer noch ganz gut ausbügeln können oder Glück gehabt. Ein kleines Shuttle taucht auf dem lokalen Radar auf. Es ist ein automatisch gesteuerter Rebellenaufklärer. Er kann hacken, ist aber uncool. Okay, bevor der unsere Waffen hackt, gehen wir schon mal, weil wir ja schon schießen können, ansonsten wäre das kacke, sofort auf das Hacking. Schildpunkt ist dann sowieso weg und wenn er uns gleich hacken will, dann ist das Ding sowieso angeschlagen, weil die Schüsse gleich schon weg sind, bevor der hackt. Wir fehlen schon einmal, aber das Ding ist jetzt rot, super. Und wir nehmen 3 Räume mit. 3 habe ich gesagt, vielen Dank. Die Waffen sind aber gut. Das heißt wohl Hüllenschaden.
Dann lädst du mal auf. Ich finde das kacke, dass es hier nicht steht, aber das Ding ist schon gut geladen. Ich will einfach keinen... Ich hoffe, wir sind mit der Artemis noch schneller. Keinen Schaden bekommen. Deswegen nehme ich in Kauf, dass wir eine Rakete ausgeben. Wir können es uns gerade locker leisten. Ah, es verfehlt. Es verfehlt. Moment, ich habe da ja immer noch nicht drauf geachtet. Das Ding wird eher schießen. Dreierschuss. Oder? Hat sich gelohnt. Ach, schön. Es läuft gerade wirklich sehr gut. Und das von Anfang an. Wir sind schon bald im vierten Sektor. Das Schiff explodiert und wir erhalten eine Rakete in drunter und 32 Schrott. Notfall, tut mir leid, aber das schaffen wir nicht mehr. So, du wieder aus und einmal zu wenig Strom. Einmal zu wenig Strom, aber auch nur... Nee, ich spare weiter. Entweder dritten Schildpunkt oder Hacking. Das wird der nächste Laden entscheiden, wenn er bald kommt. 16 mal Treibstoff. Ein Training an Bord, das ist Mist. Wobei, wir bekommen Nahkampferfahrung. Du entdeckst am Signalpunkt selbst... Was? Du entdeckst am Signalpunkt selbst Biosignale. Ist das jetzt so besonders? Das Ausrufezeichen dazu und selbst Biosignale? Die Sensoren melden noch einen Teleport, aber es ist zu spät. Die Eindringlinge sind an Bord und wollen scheinbar dein Schiff übernehmen. Wir sind langsam und die sind zu viert. Die werden sich jetzt eh erstmal munter verteilen. Einer geht hoch, das ist kacke. Okay, ihr beiden geht auf jeden Fall in die Krankenstation. Du folgst dem Typen irgendwo da hoch ins Schildsystem, okay. Okay, das schaffen wir doch gut. Auch wenn die bloß zu zweit sind, die halten viel aus und werden geheilt. Ja. Ist mal Nahkampferfahrung. Ich sollte mich nicht beschweren, es läuft gerade wirklich sehr gut. Apropos gut, die Musik ist wieder gut, aber alles andere würde mich ja wundern. Ey. Jetzt geht er zu seinen Kollegen in der Hoffnung, er wird von denen beschützt geheilt. Er geht direkt in den Nahkampf, der Dödel. Gut, dann können sie ja gleich hier bleiben und sich heilen, unsere drei. Achso, zwei sind schon fertig. Jetzt geht die schöne Musik weg. Und weiter geht die Reise. Wir müssen halt wirklich mal zusehen, etwas Drohnenteile wegzubekommen. Was haben wir hier? Du entdeckst eine kleine Station, die mit hunderten Reparaturdrohnen ausgestattet ist. Da hat wohl jemand Drohnen gehört, wie ich es gerade gesagt habe. Du hältst eine automatische Nachricht. Wir wissen nicht, wer sie sind und es ist uns auch egal, aber hier sind sie am richtigen Ort für Schiffsreparaturen. Der nächste Laden. Ja. Ich würde es machen. Weil wir unsere Abwehr gerade noch nicht so gut haben. Unsere Offensivkraft ist zwar auch Abwehr. Aber ich will es jetzt mal nicht auf die Spitze treiben. Ich mache hier auf jeden Fall keinen Verlust. Der nächste Laden dürfte vielleicht noch 2 Schrott verlangen pro Hüllenblock. Dann würden wir genau hier rauskommen. Also wir machen auf jeden Fall nicht irgendwas schlecht. Kein schlechtes Geschäft. Und so sichern wir einfach unser Weiterkommen mit diesem wundervollen DRS-9624. Gut, vielen Dank für das Geschäft. Erstattungen ausgeschlossen. Oh. Hätte ich nicht mit Drohnenteilen bezahlen können? 2 Stück und wir hätten mehr Schrott abgegeben. Dann sind wir mal nicht so und geben 3 dafür ab. Auf zum nächsten Sektor. Ja. Und das ist einfach nur ein ziviler Sektor. Keine Heimatwelt. Willkommen in einem neuen Sektor. Erreiche das Ausgangssignal und springe in den nächsten Sektor, bevor die Rebellen dich erwischen. Nebel und der stört die Flotte. Der Ausgang ist unten rechts. Ich würde den Nebel schon gerne mitnehmen. Den kriegen wir auch schnell mit. Und dann können wir hier... Aber hier ist blöd. Oh, wir müssen dann hier sein.
Okay, dann gehen wir. Oder ist denn da? Aber wir haben jetzt bloß 54 Schrott. Wenn der Hacking ist, kann ich es mir nicht leisten, weil wir haben nichts zu verkaufen. Wobei, die könnte ich verkaufen. Ich benutze die Raketen nur, um den Schildpunkt runter zu bekommen. Ich habe was Starkes gegen System- oder für systemlose Räume. Ah, ich hätte mir mal vorher merken sollen, wie viel Schrott man bekommt. Für die Hacking-Geschichte brauchen wir 26 Schrott. Wenn das Ding bloß 25 bringt, dann ärgere ich mich jetzt einfach, dahin geflogen zu sein. Ich lasse den Laden außen vor und gehe oben lang. Da kann ich immerhin dreimal Nebel mitnehmen. Viermal vielleicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn klingt gut, wir nehmen aber auch viel Nebel mit. Dann könnten wir uns eigentlich noch mehr erlauben. Wir könnten von hier zum Nebel. Oh, das ist sehr gut. Dann können wir hier immer noch entscheiden, ob wir dann dahin hüpfen oder dahin. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann gehe ich lieber diesen kürzesten Weg und dann kann ich immer noch hier entscheiden, was ich mache. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Hier gucke ich dann. Sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Und elf mit viermal Nebel klingt nicht verkehrt. Machen wir's so. Mal Treibstoff noch. Oh, ein Zoltan-Schild. Scans zeigen an, dass eine abgelegene Siedlung von einem Piratenschiff blockiert wird. Das Schiff schickt dir schnell eine Nachricht. Halten Sie sich raus, oder Sie sind das nächste Ziel. Feuer konzentrieren auf die Piraten. Angreifen. Oh, Drohnensystem. Sie haben es nicht anders gewollt. Das Schiff wendet sich vom Planeten ab, um dich anzugreifen. Ich will bloß mal kurz gucken, welche Drohne, deswegen habe ich mal kurz die Leertaste gedrückt und wieder gedrückt. Oh, Raketenwerfer. Okay, ich muss jetzt auf den Sauerstoff achten und da Energie verschieben zum Antrieb. Das Ding hat mindestens 5 Punkte. Lanze macht plus 4er Schaden. Das Ding macht 3x2. Ne, 3x1. Ich setze einfach alle Waffen ein. Wenn ich den Hüllenlaser einsetze, kriege ich vielleicht eben maximal den Zoltan-Schild weg. Komme mit der Lanze eh nicht durch. Wenn ich nur die Lanze einsetze. Ich mache mal erst die Lanze und. Wobei die Lanze ist eh schneller als der Laser. Ich gucke schon mal für später, auf welche Räume ich gehe. Es werden wohl die vier hier oben sein. Ist egal, weil wir kommen eh nicht durch. Das könnte jetzt eng werden, also ich muss auf die Rakete achten. Wir haben bloß ein Zweierschild und der hat 3, 4 Schüsse da unten. Und die Rakete. Ich überlege gerade. Wir haben Raketen. Es kommt zwar etwas spät, aber die Rakete kommt ja auf jeden Fall durch. Und wenn wir damit einen Zweierschaden machen, hat er einen Schildpunkt weniger, dann können wir hier die vier Räume mitsäbeln. Von hier nach da oben. Machen wir so. Etwas spät, aber besser später als nie. So, auf die Waffen achten, zwecks Sauerstoff abziehen. Selbst wenn der Laser schon schießt, mache ich das. Okay, machen wir es jetzt schon. Ich muss das ja gar nicht machen, ich habe ja Energie über. Ah, verfehlt, das ist schon mal sehr gut. Das ist ein Schnellverlaser 3. Oh. Jetzt sehe ich auch die vielen Lämpchen. 5 Schüsse plus. Oh, Mann. Trotzdem bleibe ich dabei, wir gehen erst mit der Artemis. Auf das Schildsystem. Die Lanze wird schnell was machen können. Wenn die Rakete trifft, dann verfehlt sie. Wenn sie trifft, dann verfehlt sie. Oh, das wird jetzt interessant. 30% ausweichen, 5 Schüsse kommen und eine Rakete auch noch.
Hölle widerstanden, Hölle, naja, muss halt auch mal sein. Okay, die nächste muss aber treffen, die nächste Artemis. Ich hätte gern mein Schneckogel. Bitte triff. Jawohl. Also ein kleiner Schreck, aber schon geht's wieder gut weiter. Nein. Okay, das Ding ist noch an, 5er Schuss, ich nehme das mal an. Ich muss sagen, ihr seid gut ausgerüstet und so haben wir beide was davon. Wir überleben beide, ohne groß Schaden einzustecken. Wobei, die Rakete ist noch geflogen, wobei wir haben 32% Ausweichen, hat sich jemand verbessert. Also gut, wir geben... Ah ne, Entschuldigung. Also gut, wir geben auf. Wir sind keine wirklich guten Piraten. Das sagt ihr, ihr seid wirklich gut, muss ich sagen, mit Zoltanschild. Und mit den Waffen, das ist Spitzenklasse. Und mit der Drohne noch. Piraterie ist unverzeihlich, wir wollen mehr Höllenschaden bekommen. Nein, wir nehmen dreimal Treibstoff an, das können wir gebrauchen. Drohnensystem, nicht Treibstoff. Schrott, besser als gar nichts. Wir lassen sie ziehen. Und zum Dank bekommen wir noch einen Zweierschaden, also... Moment, das kann ich auch. Darf ich bitte nochmal schießen? Ich weiß, das kostet... Kaputt. Das kostet Raketen, aber das wäre nur fair. Kümmerst dich mal um da oben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir vielleicht dann Hacking haben oder den dritten Schildpunkt. Eins von beiden bestimmt. Oder ein Drohnensystem. Also überraschen lassen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.